Er hat wieder einmal das dickste Portemonnaie von allen. Box-Superstar Floyd Mayweather Jr. ist nach 2012 und 2013 auch 2014 der bestverdienende Sportler der Welt. Mit umgerechnet 84,5 Millionen Euro führt der Amerikaner das Forbes-Ranking an. Dahinter folgen Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Real Madrid mit 64,5 Millionen Euro und NBA-Superstar LeBron James von den Cleveland Cavaliers mit 58,3 Millionen Euro. Topverdiener unter den deutschen Sportstars ist der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. Der Heppenheimer, der kommende Saison für Ferrari fährt, strich stolze 20 Millionen Euro ein. Der zurzeit verletzte Fußball-Weltmeister Mesut Özil vom FC Arsenal kassierte 14,9 Millionen. Und Deutschlands bester Basketballer Dirk Nowitzki verdiente trotz einer selbstgewählten Gehaltsreduzierung immer noch 12,5 Millionen Euro. Bei den Frauen führt Tennisspielerin Maria Sharapova das Feld an. Die Weltranglistenzweite aus Russland verdiente durch Preisgelder und Werbeverträge enorme 19,2 Millionen Euro. Das sind allerdings knapp 2 Millionen Euro weniger als noch im Vorjahr.